So, wir grüßen euch jetzt nochmal von der Wohnung aus. Es ist eigentlich unsere Zeit, Gassi zu gehen. Ich würde jetzt aber die Donna noch ein bisschen gern hier behalten. Ja, weil draußen hat es inzwischen schon 31 Grad. Und das wollen wir ja meiner alten Dame nicht antun. Ist übrigens wieder ganz trockene Nase, du. Jetzt gucke ich mal, ob sie sich noch ein bisschen hier hinhalten lässt. Vielleicht muss Abendessen vorziehen. Auf der anderen Seite wird es noch eine Weile warm sein. Und wahrscheinlich drückt es Bläsle. Ja. Jetzt schauen wir mal. Ich gucke gerade nach ihrem Fuß. Jetzt hat sie den wieder schon irgendwo hingeräumt. Und nachher kann sie wieder nicht drauf laufen. Du bist so eine Nudel, du. Außerdem habe ich ihr ihre Kühlmatte halbe zugedeckt. Die hat sie inzwischen ausgegraben. Ja? Ausgegraben. Dass der ganze Hund auf die Kühlmatte passt. Und ich habe nur den halben Hund drauf. Du bist halt ein kluges Mädchen. Du bist eine ganz kluge. Ja, und eine schmusige ist sie heute auch. Schmusebärchen. Ja, wie sieht's aus? Müssen wir rausgehen mit dir? Hm? Sonna, musst du nach draußen? Bevor wir Abendessen? Hm? Ja. Rollladen habe ich zwar zu, aber irgendwie einen kleinen Spalt muss man doch noch auflassen, sonst sitzen wir den ganzen Tag im Dunkeln. Die Bläse ist auf 2. Also ist nicht so weit. Ja, jetzt rutscht sie auf die Matte. Jetzt. Ah, jetzt hast du deinen Fuß sortiert. Super. Oh, super. Hast ihn wieder zu dir geholt. Das ist gut. Dass wir dann auch laufen können. Ach du, Schmusebär. Alle Füße mitnehmen, alle Füße mitnehmen. Jawohl. Jetzt hat sie festgestellt, Essenszeit und kein Essen im Napf. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Donna, dann tue ich einfach ein bisschen schlappern. Nicht? Ja. Verschluckst dich wieder, gell? Das kommt davon, wenn Frauchen die ganze Zeit vom Essen redet und dann nichts in den Napf tut. Aber das mache ich jetzt dann. Jetzt hast du dich angestrengt. Also, bis später.